Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Stable Online-Folge. Wie versprochen, wollte ich jetzt jeden Tag mit euch einmal in das Wahrsagerzelt mit Idris reingehen, um zu gucken, was die Zukunft für uns freigibt. Aber ich habe schon gemerkt, dass mit den Pferden, das sind jetzt vielleicht nicht sonderliche Sprüche, der sagte irgendwie eine Pferderasse und irgendwelche verwirrenden Sätze dazu. Da finde ich das mit dem tieferen in deinen Gewissen Sache oder ich weiß nicht, was die zweite Sache nochmal wortwörtlich hieß, irgendwie doch etwas interessanter, besonders da es vielleicht auch kleine Hinweise für nächste Quests vielleicht geben könnte. Meine erste Sache war ja auch mit meinem reiterlosen Pferd, wo ich immer noch behaupte, dass es vielleicht Concord sein könnte. Vielleicht setze ich mich mit der lieben Silver mal auch etwas dahinter und schauen uns mal die Sätze mal genauer an. Deswegen bin ich auch froh, dass ich auch aufnehme. So, dann heißt es ab wieder ins Zelt. Gucken, was Idris wieder für mich bereithält. Und jetzt kommt wieder sein chemisches Grinsen. Ja, guck mich nicht so an. Nein, ich guck ihn jetzt einfach nicht an. Ich konzentriere mich jetzt nur auf den Text. Setz dich, Elena. Lass dich vom allsehenden Idris auf eine Reise des Geistes entführen, um zu erkennen, was das Schicksal für dich auf Lager hat. Ja. Wollen wir beginnen? Da wir hier in Jorvik sind, sind Schicksalssprüche mit Pferden besonders beliebt. Aber ich kann auch tiefer in deine Seele blicken, wenn du den Mut dazu aufbringst. Ja, ich nehme die geheimnisvolle Weissagung. Weil, wie gesagt, ein Pferd, der nennt die irgendeine Pferderasse und das war's schon eigentlich. Vielleicht, wenn ich die Sprüche durch habe, mache ich mal die Pferdesprüche dann. Wie seltsam. Ja. Das Entwirren des Unwirklichkeit. Ich sehe einen silbrigen Achaltekina entlang einer türkischen Fährte reiten. Das könnte entweder einen frohen Zeitraum signalisieren oder dass es noch kommende Ereignishof sein wird. Je nachdem, ob das stundenlange Angeln erfolgreich. Woher wusste der, dass ich ganz nett angel? Du weißt, was du tun musst. Woher weiß der? Das ist doch. Das Schicksal hat gesprochen. Wirst du alles beherzigen und flieg davon, kleine Taube, und kehre morgen wieder, um zu erfahren, was die Zukunft für dich bereithält. Kannst du aufhören, mit dir so zu grinsen? Please, stop it! Oh, dieses Grinsen, ey, kriegt man so Gänsehaut. Kein Wunder, dass die ganzen Kids auf ihn abfahren. Nee, Sandy. Nee. Interessant. Scheint diesmal nicht, Nein, vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal Achaltekina, vielleicht als Pferderasse. Vielleicht. Man weiß es nicht, ne? Das war wieder eine kleine Wahrsager-Minute mit dem lieben Idris. Morgen geht's dann auch normal weiter. Und vielleicht kriege ich auch heute Abend noch die Folge mit dem Comic hin, damit es diese Woche noch rauskommt. Vielleicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!